Moin YouTube, sind wir wieder da, wunderbar. Heute sind wir wieder in Venlo unterwegs, Venlo gegen Roderkerk gerade. Ich habe mal ein paar Infos zu Venlo aufgenommen, das zeige ich euch jetzt mal. Bis gleich. Moin, herzlich willkommen auch hier vom ersten aufwendigen Vlog, sage ich jetzt mal so, mit der Schneiderei und alles. Lasst gerne ein bisschen Liebe da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert gerne, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Bevor ihr jetzt ins Stadion geht, versorge ich euch nochmal mit ein paar Infos. Rund um die WWW. Am 7. Februar 1903 wurde die Venlose Fußballvereinigung Venlo, kurz WWW Venlo, gegründet und zählt damit tatsächlich ja zu den ältesten Vereinen in den Niederlanden. Insgesamt 24 Saisons spielte WWW in der Eredivisie, in der ersten niederländischen Liga. Zuletzt war das der Fall von 2020 bis 2021, in der Saison 2020-21. Da stellte man dann sogar mit Georgios Giacomakis, sorry für die Aussprache, den Torschützenkönig in der Ehrendivisie, musste aber leider am Ende dann doch absteigen. Letzte Saison dann schaffte es die WWW tatsächlich bis ins Halbfinale der Playoffs für die Ehrendivisie, schied darin aber unglücklich im Elfmeterschießen gegen den späteren Aufsteiger MRS City aus. Zu den bekannteren Spielern in der jüngeren Vergangenheit zählen mit Sicherheit Keisuke Honda und Ahmed Musa, die den Verein jeweils für 6 bzw. 5 Millionen Euro in Richtung ZSK Moskau verlassen haben. Des Weiteren spielen auch immer wieder viele deutsche Spieler bei der WWW, da Venlo natürlich grenznah liegt. In letzter Zeit waren das dann zum Beispiel Leute wie Lennarty, Penim Lapper oder auch Thorsten Kirschbaum. Und bevor ich mir jetzt noch hier weiter den Mund vor sich rede, würde ich sagen, geht ab ins Stadion. Das schmeckt. Ja, jetzt gerade schon in der ersten Kneipe 5-6 Bier verhaftet oder was? Jetzt sind wir hier in der nächsten Kneipe eingekehrt. Ziemlich kultig hier, oder was? Was sagt er hier? Wunderbar. Wenn wir mal gucken, was das hier heute noch bringt. Skål, wa? Allein, wer gestern alles da war, halt Krefeld war gestern schon da. Die ganze Kanaten aus Krefeld. 8 von 10. Jetzt hier schon einige Bier verköstigt. Ferdi Redka, Fußballexperte himself hier neben mir. Was sagst du heute? Ich sag heute 3 zu 1 für Venlo. 3 zu 1 für Venlo? Ja, wollen wir mal hoffen, dass das so bleibt. Sportlicher Leiter aus Wachen. Ja, das war so ekelhaft. Holländische Skulptur hier. Guck dir das an. Ja, guck dir das an. Pet hat eine Suppe bestellt. Ich hatte gesagt, und jetzt, bevor er tatsächlich ins Stadion geht, habe ich noch ein paar Fakten zum Stadion de Kohl zusammengefasst. Das Stadion de Kohl wurde 1972 eröffnet und ist seitdem die Heimstätte von WWW Venlo. Insgesamt 8000 Zuschauer, davon 1500 Stehplätze, finden hier Platz. De Kohl heißt übersetzt so viel wie die Grube, die Kuhle, da das Stadion in einer solchen liegt. Ikonisch hierbei sind die Treppen, die die Spieler von der Kabine bis zum Platz laufen müssen. So etwas wie ein Spielertunnel gibt es hier nämlich gar nicht. Und das war es auch mit den Infos zum Stadion de Kohl. Weiter geht es. Wunderbar. Jetzt geht es hier rum. Jetzt geht gleich ins Stadion rein, meine Freunde. Guckt euch das hier an. Groß, war 6,20 Euro für eine Molle ist aber teuer, aber egal. Zwei Engel von Venlo. Es smakelig. Ja, aber was ist das?
war immer so ein Feuer damals. Hast du dich eingedeckt, Jung? Ja, ich hab mich eingedeckt. Ich sag in seinem Blog, ey. Wunderbar. Das ist Pommesmord, du Spinner! Wo die Hasel Ja, Spiel plätschert vor sich hin. Keine zwingenden Chancen für irgendeine Mannschaft. Außer Robin Baumgart, der ist zwingend für mich. Ein schöner Mann ist. Prost! Schuss! Halbzeit hier in der Kohl, 0-0 noch. Venlo eigentlich ganz gut unterwegs, würde ich mal so meinen. Wir haben auch schon einige Bier getrunken, wunderbar. Besser kann es nicht laufen, oder? Ganz liebe Grüße. Mein Gott. Zum zweiten Halbzeit bin ich gezündet noch. Das Bier steigt, die Stimmung auch tatsächlich. Wunderbar hier. Robin Baumgart steht dann vor mir, er hat ein schönes Foto. LG, ganz liebe Grüße. Meine Erfahrungsdenker in der Neuniger Bruderschaft. Und wir haben eine Menge Bier getrunken. Wunderbar, würde ich sagen. Wir sehen uns dann beim Tisserer-Spiel. Wunderbar.